Als nächstes kommt Pade Luhn vom Verein für Digital Courage und vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. Seit 30 Jahren verteidigt er die Freiheit gegen digitales Unwesen mit Liebe zur Technik und mit Liebe zu den Menschen. Dankeschön. Liebe Freundinnen und Freunde, ich nenne euch jetzt mal so. Stellt euch einmal vor, die Gestapo im Nazi-Deutschland damals hätte die technischen Mittel von heute und den Datenschatz von Google, Facebook, Amazon, eBay und Co. Ich sehe schon die entsetzten Gesichter, das wollt ihr euch lieber nicht vorstellen, oder? Nee. Das solltet ihr aber, denn wir müssen was tun. Es ist so einfach und billig geworden, Menschen auf Schritt und Tritt zu überwachen und zu manipulieren. Was im Netz gang und gäbe ist, soll nun auch in den nicht-digitalen Raum Einzug finden. Und das soll mit der geplanten Verschärfung der Polizeigesetze nun auf alle Ebenen ausgedehnt werden, die jetzt erst einmal an den besonders Schwachen ausprobiert werden sollen und bald treffen sie uns dann alle. Videoüberwachung mit Gesichtserkennung, überhaupt Überwachungssensorik, Positionsbestimmung zu jeder Zeit bis hin zum Ausspähen von Rechnern und Smartphones per Staatstrojaner und es gibt kein Ende. Wir von Digital Courage und AK Vorrat haben bereits mehrere Verfassungsbeschwerden eingelegt. Zurzeit klagen wir vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die neue Vorratsdatenspeicherung und gegen die Staatstrojaner. Aber verdammt nochmal müssen wir immer erst nach Karlsruhe, um Gesetze zu bekommen, die sich mit dem Grundgesetz vereinbaren lassen? Wir brauchen politische Lösungen. Wir brauchen eine Politik, die Demokratie und Rechtsstaat ernst nimmt. Es liegt an uns, Demokratie und Rechtsstaat gegen alle Angriffe zu verteidigen. Und lasst uns dafür über alle Differenzen hinweg zusammenstehen. Unteilbar. Wir sind für Freiheit statt Angst. Und liebe Leute, lasst euch nicht vom Sicherheitstheater der Parteien im Dauerwahlkampfmodus blenden. Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat schützen wir nicht, indem wir diese drei Dinge einfach abschaffen. Eine Zivilgesellschaft, die sich aktiv für die Demokratie einsetzt, das ist der beste Schutz des Rechtsstaates, den es geben kann. Heute sind wir hier, eine Viertelmillion Menschen, zusammengekommen. Aber es reicht nicht, hin und wieder zu demonstrieren. Es reicht nicht, extra drei Heute-Show, Böhmermann und die Anstalt zu gucken. Es reicht nicht, Spaßparteien zu wählen. Es reicht nicht, Recht zu haben. Es reicht nicht, böse Kommentare zu schreiben. Es reicht nicht, zu jammern. Es ist falsch, sich gegenseitig niederzubrüllen, brüllte er. Es reicht nicht, sich überlegen zu fühlen. Und es reicht nicht, Politik witzig zu finden. Macht euch ernsthaft auf, etwas zu verbessern. Und toll, dass ihr heute da seid. Und auch, verdammt nochmal, morgen gibt es viel zu tun. Kommt raus aus euren Filterblasen.
Sprecht mit euren Abgeordneten. Und nicht nur, wenn es euch stinkt, sondern mal hin und wieder vorbeigehen, auf den Schnack und Kaffee trinken. Sprecht mit euren Nachbarn und Kolleginnen. Sprecht mit Mitreisenden in der Bahn, statt aufs Handy zu starren. Und sprecht mit dem komischen Onkel in eurer Familie. Und traut euch zu widersprechen und traut euch, freundlich zueinander zu sein. Und liebe Freundinnen und Freunde, unterstützt die Organisationen, die für Freiheit eintreten. Auch mit Geld. Je mehr Bürgerinnen und Bürger mit Zivilcourage ein Land hat, desto weniger Heldinnen und Helden wird es einmal brauchen. Unteilbar für Freiheit statt Angst. Danke. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.